Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo und zum letzten Video 2015. Wow! Ich möchte gleich von Anfang an ein Geständnis machen. Das erste Video für 2016 habe ich schon voraufgenommen, weil mir meistens das Silvesterknallerei und der Lärm etwas zu schaffen macht. Und ich mich dann eher gerne erhole und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es vor auf. Es ist also schon fertig und kommt dann am Freitag, dem 1. Januar 2016. Wow. Heute dachte ich, da mal passend zu meinem Video, das dann am 1. Januar kommt, möchte ich euch ein bisschen was über mich erzählen. Nämlich 10 Dinge, die ich an mir total toll finde. Und 10 Dinge, die ich total an mir hasse. Und zwar unvorbereitet, einfach mal spontan, was mir einfällt. Also, ich fange erstmal mit den Sachen an, die ich an mir überhaupt nicht leiden kann. Nämlich, erstens, ich habe nie ein Zeitmanagement. Also, ist wirklich schrecklich. Ich fange um 18 Uhr irgendwas an und erwarte irgendwie sowas, wie dass es dann um 18.30 Uhr fertig ist. Allerdings sind es dann meistens so Sachen, die eine Stunde brauchen und denken wir dann so, ups, etwas berechnet. Oder wenn meine Mom oder mein Dad nicht ständig wären, würde ich immer zu spät kommen. Immer. Nummer 2. Ich bin total die Penntüte. Ich könnte den ganzen Tag pennen. Also, wenn ich aufstehe, dann habe ich oft den Eindruck, ja, nee, eigentlich bist du noch lange nicht wach. Oder dieses, ja, nee, irgendwie siehst du nicht knusper aus. Also, wenn du jetzt dich hinlegst, dann glaubt dir keiner, dass du gerade erst aufgestanden bist. Also, bleib besser auf den Beinen. Dann glaubt dir wenigstens einer, dass du schon aufgestanden warst und aufgestanden bist. Nummer 3. Ich kann es überhaupt nicht ab an mir, dass ich ständig mich wiederhole. Also ich habe dieses dauernde Bedürfnis, wenn mich irgendwas total fasziniert oder begeistert, es jedem 100 Mal zu erzählen. Und zwar nicht nur einfach dieses, ich erzähle es dem anderen, nein, Wort für Wort, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Es ist dann, als ob jemand die Repeat-Taste auf dem CD-Player gedrückt hätte, aber nicht mehr aufhören könnte, drauf zu drücken. Nummer 4. Entschuldigt, falscher Finger. Ich bin ungeduldig. Ich glaube, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen, die ich kenne. Es ist schrecklich. Ich kann auf gar nichts warten. Ich kann nie warten und ich hasse es zu warten. Oder auch nur dieses Ladebalken zu gucken. Oh, da werde ich wahnsinnig. Wenn ich einen Ladebalken sehe, könnte ich immer in meinem Computer an die Gurgel springen und denke mir so, selbst wenn da drunter steht, 4 Minuten. Und ich dachte, das reicht mir schon und ich werde total verrückt, weil ich dieses Warten nicht leiden kann. Nummer 5. Ich bin zwanghaft ordentlich. Was jetzt nicht heißt, dass ich Staub wische oder so, aber bei mir in meinem Zimmer oder auch sonst, wo ich bin, stelle ich immer alles an eine Stelle und dann stelle ich es da hin und dann bleibt es da ewig lang. Was dann aber nicht heißt, dass ich dann nicht irgendwann wegräume. Irgendwann bin ich dann nämlich das Gegenteil von zwanghaft ordentlich, nämlich furchtbar schlampig. Und dann passiert es, dass ich eine Sache habe, die mir wichtig ist oder eigentlich eher nicht. Die schmeiße ich dann irgendwo in eine Ecke, damit ich sie halt nicht wegschmeißen muss, aber dass ich sie dann nicht mehr direkt in meinem Umfeld habe. Aber hey, man kann sie ja da irgendwo hinschmeißen, ist ja genug Platz da, denke ich mir dann jedes Mal. Nur um dann zu erkennen, nein, ist doch nicht genug Platz da. Okay, weil es irgendwie so ein bisschen doof ist, nur zu erzählen, was ich nicht an mir mag, kommen jetzt 5 Dinge, die ich an mir mag. Das wird jetzt noch schwieriger. Und danach kommen dann wieder 5, die ich nicht an mir mag, und dann nochmal 5, die ich an mir mag. Also, was ich an mir mag, ist, ich bin total lebensfroh. Also ich bin einer dieser Menschen, ich kann fast in jeder Situation sagen, aber hey,
Wenigstens ist heute ein neuer Tag. Ich wache jeden Tag auf mit dem Satz, hey, es ist ein neuer Tag und es ist auf jeden Fall ein toller Tag. Was nicht immer so war, aber inzwischen ist es so. Was ich noch an mir mag, ist, ich bin meistens nett zu Tieren. Ach, meistens ist nicht, ist untertrieben. Ich bin eigentlich immer nett zu Tieren. Ja, nur manchmal, da passiert es auch mir, dass ich eben mich erschrecke und dann erstmal ein aus mir kommt. Dann erschrecken die Tiere und dann finden sie mich gerade nicht so doll. Und das meine ich mit meistens. Aber eigentlich bin ich der tierliebste Mensch, den ich kenne. Naja, also auf jeden Fall so gerade so auf die Schnelle eingefallen. Bestimmt gibt es noch tierliebere Menschen als mich, aber naja, ich bin auf jeden Fall sehr verrückt nach Tieren. Ich mag die total. Vor allem Schafe, Hasen, Hunde, Pferde. Okay, jetzt muss ich aufhören, weil sonst komme ich nie im Leben, werde ich nie im Leben fertig, weil das wäre eine endlose Aufzählung. Was ich an mir auch sehr gerne mag, ist Nummer 3. Ich weiß eigentlich immer, wo ich was hinlege. Egal, wie oft ich umräume. Und das ist schon toll. Nummer 4, was ich an mir mag. Oh, jetzt wird es langsam schwierig. Mein Lachen. Ich mag mein Lachen selber sehr gerne. Weil, naja, ich finde es einfach toll, dass ich lachen kann. Und ich lache gerne. Ich lache manchmal viel zu viel und ich lache auch oft in unpassenden Momenten, aber naja, so bin ich halt. Was ich auch an der Nummer 5, was ich an mir toll finde, ist, ja, dass ich mich eigentlich gut mit mir selber beschäftigen kann. Also ich weiß immer irgendwas zu tun, was jetzt gerade gut, was mir eine Zeit, was Zeit überbrückt oder was gut ist. Sowas wie, wenn mir ganz langweilig ist, dann backe ich halt mal schnell einen Kuchen oder irgend sowas, weil dann fällt mir immer irgendwas ein. Und das finde ich toll. Das ist mir eigentlich so gut wie nie. Also, ja, mir ist von mir aus langweilig, aber dass mir nie so langweilig ist, weil ich nichts zu tun habe. Ja, Nummer, jetzt kommen 5 Dinge wieder, die ich nicht an mir so toll finde. Ich mag, und damit wären wir jetzt bei der Nummer 6 der Dinge, die ich nicht so toll an mir finde, nämlich, ich kann es nicht leiden, dass ich so ein Erdnuckel bin. Ich bin 1,66 Meter und ich habe schon als Kind erst gehasst, dass ich klein bin. Jetzt ist gerade meine Kamera eingefriest, deswegen wiederhole ich das nochmal. Ich kann es nicht an mir leiden, dass ich so ein Erdnuckel bin. Was aber daran liegt, dass ich mit von Riesen umgeben bin. Meine Mom ist 1,70 Meter und noch mal was. Mein Dad ist 1,85 Meter und noch mal was. Meine Babette ist auch 1,70 Meter. Und ich glaube, Winfried ist auch so um 1,80 Meter rum. Und ich bin da mit meinen 1,66 Meter wirklich, komme ich mir immer vor wie ein Zwerg. Das ist voll uncool. Aber andererseits finde ich es auch toll, dass ich so klein gewachsen bin. Dann kann ich hohe Schuhe tragen. Womit wir übrigens bei Nummer 7 sind der Dinge, die ich nicht an mir mag. Ich trage immer die falschen Schuhe zur falschen Zeit. Ich kann hohe Schuhe tragen, die vorne offen sind und dabei liegt gerade voll tief Schnee. Und dann frage ich mich, warum ich kalte Füße kriege. Oder im Sommer trage ich Winterschuhe, einfach nur, weil sie gerade so praktisch da standen. Und dann frage ich mich, warum meine Füße so schwitzen. Tja, irgendwie habe ich bei der Kleiderwahl noch keine Ahnung, was ich da richtig machen kann und was nicht. Naja. Damit wären wir eigentlich auch schon bei Nummer 8 der Dinge, die ich nicht an mir mag. Nämlich, ich tendiere immer dazu, die falschen Klamotten zu tragen. An Weihnachten bin ich im Jogginganzug rumgerannt, obwohl es eigentlich ein Festtag ist. Oder ich kann es schaffen, wenn ich nur zum Edeka will, dann dafür wieder mich aufzudonnern, als ob wir gerade zu einem Riesen-Event müssten. Was aber auch bei mir einen guten Grund hat, nämlich ich habe nicht immer Bock, mich aufzudonnern oder mich hübsch zu machen. Manchmal will ich einfach nur rausgehen und
nach außen ausstrahlen, ich bin Gammler heute. Und manchmal habe ich das Bedürfnis, einfach nach außen auszustrahlen, ja, heute geht es mir prima und ich möchte, dass jeder mich genauso toll findet, wie ich mich selber gerade finde. Gott, klingt das echt so lieb. Entschuldigung. Also es ist nicht so gemeint, wie es gerade geklungen hat, glaube ich. Aber es gibt ja so Tage, an denen man sich einfach toll findet. Und es gibt Tage, an denen findet man sich einfach nur... Und bei mir kann man es oft an den Klamotten sehen, wie ich mich gerade finde. Wobei ich zu Hause natürlich immer Gammelklamotten trage. Wirklich immer. Ich glaube noch, ich bin noch nie in meinem Leben irgendwie zu Hause rumgelaufen und habe keine Gammelklamotten getragen. Ja, damit wären wir jetzt bei Nummer 9. Damit hätten wir jetzt nur noch... Oder waren wir bei 8? Jetzt bin ich gerade voll rausgekommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir bei Nummer 8 sind. Und was ich nicht an mir mag, Nummer 8 ist, ich bin ein Spätaufsteher und versuche immer früh aufzustehen. Ich bin einer dieser Menschen, die könnten bis um 20 Uhr durchschlafen und dann trotzdem, ja, nee, aufstehen will ich da trotzdem nicht. Aber ich versuche immer so um spätestens 11 Uhr aufzustehen. Habe aber die schlechte Angewohnheit Nummer... Da kommen wir auch schon zur Nummer 9. Nämlich, ich bin ein furchtbarer Spät-ins-Bett-Geher. Ich bin so ein Mensch, da ich nie ein gutes Zeitmanagement habe, plane ich die Sachen immer so schrecklich, dass es dann so ist, dass ich sagen wir mal, 23 fällt mir noch was ein, was ungefähr 2 Stunden Zeit braucht. Und dann fange ich an und dann will ich auch nicht unterbrechen und dann frage ich mich, ups, jetzt ist 2. Ja, jetzt bin ich eh schon zu spät, dann gehe ich eh schon zu spät ins Bett. Jetzt kann ich auch noch einen Film gucken, ne? Und dann wundere ich mich jedes Mal, warum ich so spät ins Bett komme. Das ist schrecklich. Naja. Und dann Nummer 10 der Dinge, die ich nicht an mir mag, was aber eigentlich nicht so furchtbar ist, ist, ich bin manchmal eine furchtbare Zicke. Manchmal gibt es Tage, an denen kann ich meine Mutter furchtbar und meinen Vater furchtbar anzicken. Also ich bin nicht immer eine Zicke, aber es gibt so Tage, an denen bin ich eine schreckliche Zicke. Da kann ich dafür zicken für 20 andere Menschen, Leute. Oh Mann. Aber hey. That's me. Ja, und jetzt noch mal 5 Dinge, die ich an mir toll finde. Es ist immer schwieriger, weil man immer im Selbstkritischsein es leichter hat als im Nichtkritischsein. Tja, ich mag an mir, dass ich so viel Zeit mit meinem Häschen verbringe wie möglich oder auch mit meiner Familie, einfach nur, weil ich es für logisch finde, Zeit mit denen zu verbringen, die einem wichtig sind. Ja, doch, das mag ich an mir. ich mag an mir, dass ich, obwohl ich manchmal viel zu spät mit Dingen anfange, dass ich Sachen seltenst in dieser Art von Arbeit unterbreche und dass ich die Dinge dann durchziehe, wenn es mir gerade danach ist. Die Betonung möchte ich betonen. Danach ist. Ich mag es an mir, dass ich viele Sachen, also im handwerklichen Bereich, einfach selber mache, sowas wie unseren Adventskalender oder auch einfach mal ein Gebäck. Und das finde ich einfach toll, dass ich einfach nicht irgendwie immer zum Bäcker rennen muss für ein Stück Brot, sondern dass ich mir einfach ein Brot backen kann. Ich mag an mir... Oh, wartet, das wäre dann... Jetzt habe ich die Finger vergessen. Auf jeden Fall waren wir jetzt bei der Nummer 8. Dann steht jetzt die Nummer 9. Ich mag an mir, dass ich total begeisterungsfähig bin. Dass manchmal es reicht, wenn meine Mutter mit einem Schlüssel kleppert und ich davon begeistert bin, wie andere bei riesen Weihnachtsgeschenken oder sowas. Das finde ich toll. Und dass ich mich einfach nur daran begeistern kann, dass heute ein toller Tag ist und dass heute bewölkt war. Und dann die Nummer 10.
der Dinge, die ich an mir mag, ist einfach, ich mag mich. Ich weiß nicht wieso, aber klingt vielleicht schräg und komisch, aber ich mag mich einfach dafür, dass ich bin. Es gibt Tage, an denen ist es nicht so, aber meistens mag ich mich einfach dafür, dass ich mich selber mag und dass ich bin. Ja, ich will jetzt nicht selbstverliebt klingen, aber ich finde mich selber fantastisch. Und meine Mutter hat mir als Kind immer gesagt, du kannst keinen anderen mögen oder toll finden, wenn du dich nicht selber toll findest. Darum habe ich lang dran gearbeitet, mich selber toll zu finden und bin extrem stolz, dass ich es jetzt geschafft habe. Ja, das war's auch schon diese Woche und jetzt möchte ich euch noch ein wunderschönes neues Jahr wünschen und einen tollen Silvesterabend. Ich werde meinen unter der Decke verbringen, weil es mir zu laut ist, aber wie verbringt ihr euren? Schreibt es mir doch einfach in meine Kommentare. Oder schreibt mir auf Facebook oder eben auch gerne eine E-Mail. Ja, oder was sagt man noch? Einen guten Rutsch will ich euch nicht wünschen, weil ich ja nicht will, dass ihr euch wehtut. Also, was könnte ich euch jetzt sagen? Ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich es toll finde, dass ihr meine Videos anschaut und dass ihr mir helft, mein Traum von euch meine Geschichte erzählen, auszuleben, einfach unterstützt und helft. Das finde ich toll. Und an meine Abonnenten möchte ich sagen, ich finde es toll, dass ihr mich abonniert habt. Das ist super lieb. Und ich hoffe, dass ich euch auch nächstes Jahr tolle Videos für euch machen kann. Und auch natürlich auch für die anderen. Und ja, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr mir viel Mühe geben. Und 2016 wird ein tolles Jahr. Ich einfach nur, weil es ein neues Jahr ist. Ja, also dann sage ich jetzt noch meinen üblichen Satz, nämlich dieses: Bitte helft mir, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen, indem ihr mir Fragen stellt. Ihr könnt mir Fragen stellen, indem ihr mir unten in die Kommentare was schreibt oder schreibt mir eine E-Mail. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Das war übrigens eigentlich als DE geplant, aber ich habe irgendwie es versaut, dann wurde es kommen. Naja, scheiß drauf. Entschuldigt. ihr könnt mir auch über Facebook schreiben, das ist dann die Ella Bella Flor. Entschuldigt. Und ja, ich habe euch auch diese Infos beide nochmal in meinem Infobox verlinkt. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo hinterlassen. Und ich hoffe, das auf ein gutes nächstes Jahr. Also dann, tschüss!